Es ist heute der 27. Januar. Es ist kein normaler Tag. Es ist ein Tag, der in Geschichtsbüchern steht. Es ist ein Tag, der gefeiert werden muss. Es gibt mit dem Code HDM5 5% bei der Koro. Nee, falscher Text, wartet mal. Es ist ein Tag, der gefeiert werden muss. Und zwar... Hab ich Geburtstag! Wie gesagt, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe Geburtstag. Ich bin 21 Jahre alt geworden. Ja, und zu dem Anlass habe ich mir gedacht, ich drehe draußen ein bisschen im Freien. Und da habe ich mir die Mühe gemacht und habe mal wirklich so, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so allen Freunden geschrieben, so hey, ihr seid ja auch Bestandteil meines Kanals, wollt ihr nicht auch vorbeikommen für das Video? Und da habe ich sehr, sehr, sehr positive Resonanz bekommen, wie ihr gleich sehen werdet. Und zwar habe ich viele Freunde, ja, und auch Helfer gefragt, ob die einfach zum heutigen Video da sein können. Und ja, habe mir gedacht, ich gestalte das heutige Video ein bisschen anders. Ja, und da habe ich mir gedacht, so komm, warum denn nicht? Jetzt muss ich sagen, ich bin ziemlich überrascht, dass wirklich so viele Freunde von mir jetzt da sind. Ja, und auch so viele Helfer. Also das finde ich wirklich, ja, da fehlen mir ein Stück weit die Worte. Das zeigt mir auch so ein bisschen, dass YouTube auf gar keinen Fall so mein Privatleben verändert hat. Ich meine, wenn ich jetzt hier mal so hier in die Menge filme. Leute, ohne Witz, danke, dass ihr euch Zeit und freigenommen habt. Extra nur für mich, ihr seid die Besten. Und ich würde sagen, jetzt wo wir das alles geklärt haben und hier draußen waren, ist auch wieder Zeit, um zurück nach Hause zu gehen. Ja? Ich glaube, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Jetzt wo wir den Teil mit dem Geburtstag in dem Video geklärt haben, habe ich mir überlegt, ich gehe ganz kurz noch auf das Video vom Sonntag, ganz kurz gehe ich da nochmal zurück und erzähle euch ein bisschen was dazu. Da das Ganze ja ein bisschen Kritik bekommen hat und ja, ich denke auch viele es nicht ganz verstanden haben, was da abgeht. Also das ist natürlich so, dass jetzt weder Krappi noch ich irgendwelche persönlichen Probleme miteinander haben. Ich meine, wir waren jetzt die paar Tage zusammen, wir waren auch zusammen feiern im Club, haben auch zusammen Alkohol getrunken, waren auch zusammen voll. Und es war jetzt nicht so, dass man sich irgendwie nicht verstanden hat. Ich meine, der Krappi ist jetzt ja persönlich wirklich... Krappi ist jetzt wirklich einer, der ist... Und der KS ist jetzt einer, der ist auch in Ordnung. Also die Jungs sind wirklich megamäßig korrekt. Also es ist auf gar keinen Fall so, dass jetzt dass irgendwie nach dem Interview man sich geschlagen hat. Klar sind ja ganz kurz ein paar Tritte von beiden Seiten aus in die andere Richtung geflogen. Und ich habe mich ja auch mit den Jungs jetzt auch ein bisschen länger über unsere Videos einfach unterhalten, so was die noch vorhaben, was ich vorhab. Da meinten auch beide so, dass mein Video, dass das YouTube eigentlich ganz cool so war, wo ich ein bisschen über YouTuber geredet habe und ein paar Videos eingebunden habe, aber dass es so nicht sein muss. Vor allem, dass ich da irgendwie den Martin verarsch. Also der Martin von KS Freakstyle Channel, weil es einfach ein bisschen uncool ist, weil es ist so seine Art, wo er sich ein bisschen austoben kann. Und ja, zu Krappi habe ich dann auch gesagt, Digga, ich verarsche dich jetzt wirklich nicht. Ich nehme da irgendwelche andere YouTuber und nehme mir auch die Zeit, um andere YouTuber zu suchen. Wenn da nicht das Video Martin im Schwimmbad wäre. Leute, ich habe das Video Martin im Schwimmbad gesehen und habe mir gedacht, will der Typ mich eigentlich wieder komplett verarschen? Ich habe wirklich gedacht, nach Martin im Keller kann man es nicht toppen, noch ein größeres Video raushauen, was noch beschissener ist. Aber Leute, Martin im Schwimmbad hat dann auch wirklich mal wieder den Vogel abgeschossen. Ich meine, schon beim ersten Abschnitt fragt man sich, ist der Junge komplett behindert oder ist er komplett behindert? Ich wollte einmal ein Schwimmathlet. Digga, nichts gegen dich, aber ich glaube, das Einzige, was du damals warst, ist ein ziemlich heftiger Gast in der Psychiatrie. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt hätte man das Video auch schon beenden können, aber nein. Er zieht's durch, er kommt aus der Kabine. Ab dem Moment wusste ich, okay, jetzt geht's bergab. Ist es dein Ernst? Ja, wie dann auch schon vermutet, hat sich dann das Ganze auch schon so entwickelt, dass er dann letztendlich im Wasser landet. Und mir fehlen da ehrlich gesagt gerade ein bisschen die Worte. Sehr, sehr gefährlich. Hier gibt es Haie. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das Einzige, was ich da am Becken sehe, ist ein richtiger Spaß und keine Haie. Kommen wir weiter zu unserem nächsten Gast. Und zwar... Krappi. Ich habe es mir heute mal angetan, habe mir einen 20 Sekunden Spot reingezogen, den man nicht überspringen kann. Krappi, kein Problem für das Geld. Ja, bin dann auf ein Video gestoßen. Hey, was geht los? Mehr brauche ich dann zum Thema Krappi dann auch nicht mehr sagen. Ich meine, der Typ, ich meine, nach dem Intro weiß man dann auf jeden Fall, das ist schon ein heftiger Vollspaß, oder? Warum? Warum die zweite Tochter? Hat eine nicht gereicht oder was?
Ich putze es nicht. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Alter. Hey, mir steckt das Zeug in der Nase.